Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün, der Nuzlocke Challenge. Also, erstmal eine Entschuldigung wegen der überragenden Unzuverlässigkeit und Unregelmäßigkeit meiner Uploads. Aber es ist gerade leider Prüfungszeit und ich muss mich halt eben vorbereiten. Das geht vor RL, ist da in dem Fall deutlich wichtiger als Let's Plays aufzunehmen. So, wir sind in Dingensstadt. Vielleicht steht es hier drauf, bitte. Bürogebäude, keine Ahnung. Ich glaube, Fuchsheim City war es. Nee, Saphronia City. Ach, egal, ist mir doch egal. Und es gibt keinen Weg mehr dran vorbei. Wir müssen ins Silfco-Gebäude gehen. Ich will nicht, das dauert so lange. Schnarch. Oh, halt ein Nickerchen. Achso, das sag ich, nicht er. Okay, der Typ hat den Weg freigemacht, nachdem wir die Arena geschafft haben in Dinges. Ich glaube, das war der Trigger dafür. Ich denke es mal jetzt einfach mal. Deswegen können wir nun hinein. Silfco. Das sagen immer sehr viele Leute, habe ich gehört. Silfscope zu dem Gebäude oder der Agentur. Nein, das ist die Silph Cooperation, die das Silfscope gemacht hat. So heißt nicht die Firma. Die heißt Silph Co. Also Cooperation. Ja. Grammar Nazi und so, aber egal. Erstes Stock. Erster Stock. Hier ist ein Teleporter. Den nehme ich erstmal nicht. Ich mag Teleporter nicht. Oh. Ups. Ach, ich warte im Pokémon Center. Hey, Bulk, was machst du hier? Ich denke mal, ja. Ich hab schon vorne. Jedenfalls ist da ein Rocket-Rüpel und ein Golbat. Und hoffentlich habe ich Daniela vorne. Nee, Husar. Ach, klar, noch aus der Dingens-Arena. Oh, ho, ho. Wir sind ein bisschen überlevelt. Ah, Aeroas. Yo. Flügelschlag, boah, relativ gut sogar. Kampf, Verfolgung. Boah. Und Dodge. Husar braucht ein bisschen höhere Verteidigung. Wenn er selbst ein 12 Level unter ihm befindliches Golbat so einen Schaden anrichtet. Pokémon wechseln, och ja, warum nicht? Daniela. Jo. Mal wieder alle ein bisschen leveln. Gleichmäßig, dass uns keiner wieder davon rennt, wie Theoden eben die ganze Zeit. Zubat macht wenig, weil Schockwelle. Weil Daniela. Bams! Ja. Wie gesagt. 10 Level Unterschied, sehr effektiv. Und Step. Da gibt's nichts anderes. Noch ein Zubat. Hey. Ach komm, Daniela, mach weg. Level 35 kann noch steigen. Schockwelle zu Spritzen. Das war leicht. Zubat wurde besiegt. Das war ja auch dumm eben. Ich glaube, Dingens ist ja nicht effektiv gegen Flug. Also Flug gegen Flug ist, glaube ich, nicht effektiv. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, ob es das war. Nee, war normal. Wechseln, ja, Radikal brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nehmen wir Kamul. Ja. Räusper. Kamul, das Turtok, das so lange nicht in unserem Team war, aber jetzt reinhauen wird wie blöd. Aquaknarre. Oh, ein. Das war ein Volltreffer. Süß. Die extrem putzige Aquaknarre, die nur die Hälfte des Schadens anrichtet. Und jetzt sind wir auch immer schneller, das heißt, unsere Init ist ungefähr gleich. Zubat. Wechseln. Ach, wie viele Pokémon hat er denn noch? Hätte ich ja gucken können, ne? Nee, nicht wechseln. Mach ich erstmal. Limit, komm, und jetzt erstmal. Biss! Ach nee, ich Idiot. Ach nee! Doch, ist okay. Haha, Biss ist ja als Unlichtattacke eine Spezialattacke. Obwohl ich glaube, unser Spezialangriff ist gar nicht mal so unterschiedlich. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Nee, doch, nicht geht. Ich schau gleich nochmal nach. Ich weiß nämlich nicht mehr genau. Ich bin ein Versager. Ja, das bist du wirklich. Jemand arbeitet bei Team Rocket und da arbeiten nur Versager. Das weiß jeder. Außer die Mitglieder von Team Rocket.
Kamul bricht. Seine Statuswerte war Angriff 67 bei seinem Angriff 70. Ja, nicht so unterschiedlich. Ich glaube, der war ziemlich niedrig. In allem. Nee, so. 93. Für Dings. Slash hat 91 Angriff. Daniela 88 Spezialangriff. Ina 74. Ist auch nicht so toll. Husar 83 Angriff. Ja, also. Husar. Quatsch. Kamul ist da so ein bisschen. Naja. Nicht so geil. Wirklich. Dafür ist er ein Allrounder, muss man sagen. Also seine Wasserattacken hauen speziell gut rein und er kann auch mit Tackle physisch was machen. Oh. Da wäre eine andere physische Attacke ganz gut. Für Kopfnuss oder sowas. Ich weiß nicht, was er noch lernt. Schädelmucke vielleicht. Aber das hat, glaube ich, Rückstoß. Tragos habe ich gar nicht geguckt. Überhaupt nicht. Ich meine, darauf geachtet, was ich vorne habe. Husar. Naja, das PS natürlich nicht so viel. Dafür bringt. Nein, das wollte ich nicht. Pokémon. Die Pokémon sind nicht im Beutel. Die hängen am Gürtel. Kamul natürlich eher etwas. Deswegen nehmen wir ihn. Spritz, Spritz. Macht er ihn platt. Komm, ach, Silber blieb mich nicht. Mich ganz böse an. Aquaknarre. Blub. Und das bedeutet das Ende für Tragosso. Natürlich. Husar kriegt Punkte, Kamul kriegt Punkte. Yay, Level Up. 38. Nächstes wird Zubat eingesetzt. Wechseln. Ja. Daniela. Danny. Ich könnte Daniela ja mal. Ach nee. Nee, Quatsch. Ich krieg, glaube ich, keine andere TF mehr in der Richtung. Ach, ich weiß nicht genau. Schockwelle reicht für sie erstmal ganz gut durch ihren hohen Angriff. Das war's schon. Das ist hart verloren. Ja, wenn du mit solchen Winz-Pokémon hier ankommst. Ja, wirklich komisch, dass die hier mit solchen Pokémon ankommen. Aber die Arena, die ich vorher machen muss, um hier reinzukommen, viel härter ist. Was ist mit dir da unten? Du bist ein Wissenschaftler. Du hast vielleicht Elektro-Pokémon. Also nehme ich Dinges von der Spitze. Pokémon. Und du Slash an die Spitze. Tausch. So. Sieh mich an. Ja, genau so. Hau ab! Du hast keinen Zutritt. Mir doch egal. Ich bin das crazy Kind, das euch platt machen wird. Ja. Magnetilo. Ha, genau was ich dachte. Gefundenes Fressen für Slash. Und nein, Magnetilo hat keine Schwebe. Denken viele, aber nein. Es hat, es kann Magnetflug erlernen. Das ist eine Attacke. Und es kann. Es hat, glaube ich, Magnetfalle als Fähigkeit, aber es kann halt nicht Schwebe, obwohl es schwebt. Das ist sehr effektiv. Oh ja. Voltoball. Wieder einmal, nein, nicht wechseln, weil das macht Ihmchen hier wieder. Natürlich wird das Voltoball ihn zuerst treffen, glaube ich, obwohl es ist, der Level ist so groß. Schaufler, ja, doch, haha. Weil Voltoball halt schnell ist, sehr schnell. Und Sandama glaube ich eher nicht ganz so, wo ich mir da gerade nicht 100% sicher bin. Ich könnte mich auch extrem irren und Sandama könnte sehr schnell sein. Oh, ein Magneton. Ist uns aber auch egal, weil, naja, Elektro-Pokémon, was sofort besiegt wird. Wahrscheinlich. Slash gräbt sich ein. Ultraschall. Natürlich setzen sie halt Ultraschall ein, weil sie gegen Boden-Pokémon nicht anders einsetzen können. Ja, das ist es halt, wenn man sich auf einen Typ spezialisiert, hat man nichts mehr, um auf einen Gegner zu antworten, der seine eigene Pokémon kontern kann. Also nicht seine eigene. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Plus 3 Angriff. Wow. Nicht schlecht, Herr Spieler. Der ist freundlicher als die anderen. Obwohl die anderen waren ja auch nicht unfreundlich, haben nur gesagt, dass sie Versager sind, nicht, dass ich doof bin.
Hier geht es nicht weiter. Dann haben wir hier unten den Teleporter und oben den. Ich gehe jetzt erstmal oben den abfrühstücken. Oh, die Teleporter, ich werde sie so verabscheuen. Ich meine, ich tue das jetzt schon. Jetzt bin ich im 7. Stock. Seht ihr, ich war eben im 1. Oh, hallo Rocket. Ich will erstmal hier lang. Hier sind noch mehr Teleporter. Hallo, du da. Oh, du bereitest nichts als Ärger. Hast du Elektro-Pokémon mal wieder? Brillenschlange? Nee, Slimer-Gift-Pokémon. Da ist Slash aber auch effektiv dagegen. Aha, Schaufler. Also Forscher sind für Boden-Pokémon echt ein gefundenes Fressen. Zack. Ja. Wie gesagt. Entschuldige. Wechseln? Nein, über Elektroball nicht. Obwohl Elektroball kann Explosion oder Finale auf dem Level garantiert schon. Oder Kreideschrei, was auch unglaublich furchtbar ist. Aber ihr seht, Elektroball ist schon schneller als wir, obwohl er 8 Level unter uns ist. Tja, die sind eben schnell. Wie ich ja schon sagte, die Attacke geht daneben, Schaufler, bam, tot. Ja, danke. 900 Milliarden EP, Musikforscher Patrick. Huch, verloren? Ja, verloren. Aha. Also ein Teil. Und hier geht's wieder lang. Hier ist der Aufzug. Da unten ist ein Pokéball, den hole ich mir. Also ein Item, was auch immer für eins. Der Forscher sieht mich nicht. Huhuhuha. Eisen. Erhöht, glaube ich, die Verteidigung. Können wir gleich verteilen. Beute. Pokémon, nein. Basis, nein. Items. Ganz unten. Eisen erhöht den Verteidigungswert. Genau. Erstmal gucke ich, welches Pokémon den niedrigsten Verteidigungswert hat. Bricht. Oder welches noch was vertragen könnte. 93. Nee. Geht schon. 61, 61, 63, 89 und 41. Eigentlich wäre jetzt Theoden natürlich der Kandidat, um seine nicht so geile Verteidigung etwas aufzubessern. Ich kann mir auch vorstellen, dass einer von den Damen hier oben, also einer von diesen beiden Damen hier, eher nicht, obwohl er weiblich ist, und sie nicht, obwohl sie männlich ist. Verdammt, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Ich gebe das Eisen. Theoden ist eigentlich so am Reinknüppeln immer, dass er so eine Verteidigung braucht. Aber ich gebe es trotzdem an Theoden. Ja, ja, ja. Beute. Eisen, okay. Theoden. Lecker Eisen. Und jetzt hat er wie viele Punkte erhöht? Das 5? 2, 3, 10. Er hatte 41 und jetzt 42. Okay. Naja, das ist ja eher marginal. Und sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Der Boss von Team Rocket ist unheimlich grausam. Für ihn sind Pokémon schlicht Mittel zum Zweck. Das wär's mit geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt. Ach, das ist ein unschuldiger Arbeiter. Wie schön, dass es die auch noch gibt. Rocket. Ich bin einer der vielberüchtigten Rocket-Brüder. Ja, die Rocket-Brüder. Oh, wie putzig. Die sind ja so berüchtigt. Smoke, Smoke. Oh, das fliegt. Ich meine, schwebt. Also das hat nämlich Schwebe, deswegen ist da leider unser guter Slash ziemlich nutzlos. Wo ich mit Steinkante angreife. Ne, mit Felsgreif. Ich hab Steinkante gar nicht. Gibt's die Attacke schon? Ich wollte. Doch, dritte Generation müsste es schon geben. Aber ich nehme Theoden, obwohl er Level 38 ist. Aber das ist egal, wir werden einfach steigen. Wir sind aber noch unter dem Level von dem höchsten Pokémon von Koga, also geht es schon. Wow, 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 shit. Fuck. Oh Gott. Psychokinese, weg mit dem Teil.
Scheiße. Habe ich nicht gerade gesagt, dass es stimmt? Dass es die Verteidigung nicht unbedingt braucht? Hier, Gegenbeweis. Oh Gott. Golbert. Wechseln. Ja. Boah. Schock fürs Leben. Schockwelle. Fuck. Okay. Ganz ruhig. Puh. 1000 EP. Krass. Smogon. Wechseln. Ja. Oh nein, nicht wechseln. Doch. Doch zu Mina. Das kannst du anzünden, das macht bestimmt irgendwelche Methangase, die brennbar sind, und das wird dann einfach weggekocht von dem schönen Minachen. Das tolle. Was ist hier nochmal? Halt wohl nur noch. Ja, Flammenbohrer. Bewirf ihn mit Flammen. Miau. EP, yo, Team Rocket wird besiegt. Ups, Bruder, ich habe versagt. Ja, hast du, weil du ein nutzloser kleiner Idiot bist. Haha. Oh, ah, Gift, Pokémon. Beute. Gegengift. Okay. Theoden kriegt jetzt sein Gegengift. Die Giftung wurde geheilt und einen Supertrank. Okay. So, jetzt hat er schon Tränke. Dann nehme ich an Theoden. An Kamul. Und an Husar. Genau dafür habe ich die, um die kleinen Dinger noch aufzufüllen. So. Hier rechts ging es ja nicht weiter. Genau, dann nehme ich jetzt mal hier den ersten Teleporter. Hallo, ach, jetzt bin ich ja drin. Sehr gut. Ob die Silfko schon erledigt ist? Gibst du mir. Ist ja voll. Warum? Ist hier gar nichts. Schön, wird alles Pokémon. Scheint sich wohl zu fühlen. Das ist der sinnloseste Teleporter, den es gibt. Produzierte Worte und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Tja. Wenn man nicht lesen kann, ist man halt benachteiligt, ne, Red? Okay, dann hier den. Erster Stock. Nee, nicht im Ernst, oder? Okay. Das war lame. Zack, hoch. Hier ist noch ein Teleporter. Und hier ist auch einer. Ich nehme zuerst den, dann muss ich nicht so weit laufen das nächste Mal. Vierter Stock. Teleporter, Rocket. Ach, ich nehme den Rocket da unten mit. Nee. Den Forscher. Entwickel dieses Labor neue Pokébälle. Wir entwickeln in diesem Labor neue Pokébälle. Was du auch, du aber. Habt ihr die Firma etwa unterwandert oder was? Burkhard, hier, Magneton. Oh. Slash. Ach ja, doch, Slash ist draußen. Das heißt, Schaufler und. Oh. Natürlich ist das mit dem Schaufler bald vorbei, wenn er keine EP mehr hat. Aber das geht schon. Noch. So. Wenn das nächste Mal ein Magneton kommt, dann nehme ich halt ein. Nehme ich Mina dafür. Smogon. Dafür wechselt das Pokémon zu Theodenus. Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Los, Benny. Ja, Benny heißt Theoden. Das ist so. Nein, umgekehrt. Theoden heißt Benny. Nein, Benny heißt Theoden. Ach, ist mir doch egal. Zielstrahl. Beides halt. Ist legitim. Zack. Weg. Weg. Er fällt gerade auf, dass Magneton doppelt effektiv. Das Slash doppelt effektiv gegen Magneton ist, weil es ja eher ein Elektro-Pokémon und ein Stahl-Pokémon ist. Und deswegen. Und Stahl ist halt. Boden ist effektiv gegen Stahl und gegen Elektro. Doppelte Super Effekte für die Psystrahl. Interessant.
Magnetilo, wechseln, ja. Mina, do it. Burn them to ashes. Oder zu flüssigem Metall, was ziemlich creepy ist. Bei diesem Getierchen da vorne. Also, ich stelle euch vor, das Tier vorhin, das mal geht zu schmelzen, ist auf dem Boden und dann ist es tot. Das ist doch grauenvoll. Finito, aus und vorbei. Ja. So, das wär's dann mal für heute. Leute, hey, das reimt sich. Nächstes Mal geht's hier drin in dem Gebäudechen weiter gegen die Rockets und die Forscher und, naja, ihr wisst schon. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.